Ich bin in Oberschlesien geboren, in Sabsche, Biskupice, im Borsigwerk, als Tochter von einer deutschen Mutter und einem polnischen Vater. Also meine Familie ist sozusagen, hat die zwei unterschiedlichen Wurzeln. Und ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, sozusagen ausgewandert und lebe seitdem in Deutschland. Dieses Projekt ist entstanden mit der Idee, einen Künstleraustausch zwischen polnischen und deutschen Künstlern und Künstlerinnen zu initiieren und diese beiden Wahrnehmungsrichtungen in so ein Projekt hineinzunehmen und zu schauen, wie unterschiedlich ist die Sichtweise also von Künstlerinnen von diesen beiden Ländern auf die deutsch-polnische Geschichte und auf diese Problematik speziell auf Schlesien gerichtet. Durch künstlerische Intervention, durch künstlerische Projekte, dieses tabuisierte Thema, was auch in der Politik so, ja, wo man Angst hat, darüber zu sprechen, weil es ein sehr sensibles Thema ist zwischen Deutschen und Polen, Oberschlesien, Schlesien, da diesen Freiraum zu schaffen, zu sagen, jede Künstlerin kann ohne, wie soll ich sagen, ohne Zensur, ohne eine Zensur für sich zu schaffen, ein ganz offenes, freies Projekt machen zu diesem Thema, weil es dann eine Möglichkeit gibt, dieses Thema wirklich absolut zu öffnen, diesen Koffer zu öffnen und alles, was drin ist, auch herauszuholen und herausholen zu dürfen, ohne dass man sagt, das ist ein bisschen schwierig, das sollen wir lieber nicht drüber sprechen. Also ein Teil dieses Projekts ist Künstleraustausch. Also es gibt Arbeitstreffen, die sowohl in Polen stattgefunden haben, in Sabsze, wie auch in Berlin. Dann gab es künstlerische, partizipative Kunstaktionen mit Schülern, mit Arbeitern, mit Erwachsenen in Sabsze, da wo ich aufgewachsen bin. Und der dritte große Teil sind Ausstellungen. Unsere erste große Ausstellung war jetzt letztes Jahr im September in Katowice, in Rondo Stucki. Weiter ist das Projekt so angelegt, dass es jetzt im nächsten Jahr Ausstellungen geben soll in Berlin und später auch in Warschau. Ich habe diese Arbeit gezeigt in der Ausstellung in Katowice, in Rondo Stucki. Es ist eine Rauminstallation aus Fotografien zu deutsch-polnischen Ländergeschichte, die außen sozusagen in diesem Kreis gezeigt werden und innen zu meiner persönlichen Familiengeschichte. Und man kann das vielleicht so sehen, im Hintergrund von meiner Großmutter auf der Gegenseite sind abgebildet die Vertreibungsströme. Meine Großmutter ist eben auch einer der Vertriebenen gewesen. Sie hatte durch den Krieg alles verloren, sie hatte ihr Gut verloren, sie hatte ihren Mann verloren. Sie musste dann nach Deutschland kommen und hier in der Fabrik schwer arbeiten. Und das hat für mich auch eine Bedeutung, und zwar wirklich diese Bedeutung eben, dass die persönliche und die offizielle Geschichte für mich zwei Seiten hat und sich gegenseitig bedingt, also im Grunde ineinander übergeht und sich gegenseitig beeinflusst. Thank you.